Anderwärts in Europa ist man in Sachen Bildungsabbau und weiterer Zerstörung öffentlicher Infrastruktur schon eine ganze Ecke weitergekommen als in Deutschland, wenngleich Deutschland daran auch wiederum seinen ganz erheblichen Anteil hat. Ulrike Alfler, DGB-Gewerkschaftssekretärin Mittelhessen, leitete jüngst eine einwöchige Bildungsreise in Athen und konnte dort vor Ort die praktischen Resultate der Griechenland aufgezwungenen Politik der Troika aus Europäischer Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds bewundern. Frau Alfler, Sie haben jüngst hoffentlich nicht Eulen nach Athen getragen, sondern eine Gruppe Jugendlicher zur Bildungsreise nach Athen geleitet. Sie haben dort unter anderem ein Krankenhaus besucht. Was haben Sie über den gegenwärtigen Zustand des griechischen Gesundheitssystems erfahren? Na, wir haben uns das Krankenhaus angeguckt und haben festgestellt, dass es an allem fehlt, also an dem Nötigsten. Wir waren auf der Toilette, da gibt es nicht mal Seife, geschweige denn Desinfektionsmittel. Patienten werden auf den Fluren untersucht. Wir haben uns natürlich nicht nur das Krankenhaus angeguckt, sondern haben auch mit entsprechenden Leuten da geredet und die haben uns erzählt, dass das komplette Gesundheitssystem zusammengestrichen wurde. Du kriegst in den Krankenhäusern nicht mal mehr Binden, also kein Verbandsmaterial, selbst so simple Sachen wie Fingerhandschuhe musst du mitbringen, wenn du untersucht wirst. Dazu kommt, dass du in Vorleistung treten musst, wenn du behandelt werden willst. Der Großteil der Griechen hat seine Krankenversicherung verloren, weil Leute arbeitslos geworden sind und nach 12 Monaten das Arbeitslosengeld ausläuft und dann gibt es nichts mehr, dann gibt es kein Einkommen mehr. Und das Problem ist einfach, dass die Leute sich ihre Gesundheit nicht mehr, oder die Gesundheitsvorsorge nicht mehr leisten können. Dazu kommt, dass mittlerweile internationale Pharmakonzerne, die den Import oder den Export oder die Einfuhr, sagen wir mal, von wichtigen oder von bestimmten Medikamenten einfach gestrichen haben. Nicht, weil sie in Griechenland nicht mehr gebraucht werden, sondern weil es niemanden mehr gibt, der dafür bezahlen kann. Das ist das große Problem. Es ist eine Katastrophe. Sie sprachen dort auch mit einer Lehrerin. Wie ist es denn um das griechische Bildungswesen zurzeit bestellt? Die Lehrerin, die wir getroffen haben, hat uns erzählt, dass im letzten Jahr 2000 Schulen geschlossen oder zusammengelegt worden sind. Das hat dazu geführt, dass sich für einige Kinder der Anfahrtsweg auf 1 bis 2 Stunden verlängert hat. Das bedeutet, dass Eltern, die sich die Fahrkarten für ihre Kinder nicht mehr leisten können, ihre Kinder einfach zu Hause lassen, die Kinder gar nicht mehr zur Schule gehen. Und die Lehrerin hat uns gleichzeitig eben auch erzählt, dass in diesem Jahr nochmal 2000 Schulen geschlossen werden sollen. Das heißt, da findet ein Raubbau an den Lebensentwürfen und Träumen einer ganzen Generation statt, deren Ausmaß wir noch gar nicht ermessen können. Das ist eine Katastrophe. Dazu kommt, dass es an Büchern fehlt, dass die Lehrer, dass die Arbeitszeit für Lehrer heraufgesetzt worden ist. Und die Lehrerin hat uns aber gleichzeitig auch erzählt, das Schlimmste ist eigentlich, mal abgesehen davon, dass einige Kinder auch nicht mehr zur Schule kommen, das Schlimmste ist der Hunger. Weil die Kinder, die zur Schule kommen, die können sich gar nicht mehr auf den Unterricht konzentrieren. Es hat Fälle gegeben von Kindern, die in Ohnmacht gefallen sind vor Hunger während des Unterrichts. Die Lehrer und die Eltern haben mittlerweile angefangen, Initiativen zu gründen, um den Kindern wenigstens einmal am Tag eine warme Mahlzeit anbieten zu können, um irgendwie mit diesem Hunger umgehen zu können. Also man muss sich vorstellen, wir haben eine Klasse von Schülern und die können sich auf Algebra oder Griechisch Sachunterricht überhaupt nicht mehr konzentrieren, weil sie Hunger haben, weil sie frieren. Im Winter können die Schulen nicht beheizt werden, weil viele Mitschüler auch nicht mehr in der Klasse sind. Das geht ja, diese Krise geht ja an den Kindern nicht vorbei. Sie kriegen ja mit, auch was es für Probleme zu Hause gibt. Und die Lehrerin, mit der wir gesprochen haben, hat uns eben auch erzählt, dass die Kinder anfangen, ihre Eltern nicht mehr zu belasten. Also sie fangen an zu realisieren, was da passiert und versuchen, sich zu arrangieren. Also fragen nicht, ob sie was zu Weihnachten bekommen, zum Beispiel fragen nicht nach Geschenken, sondern arrangieren sich damit und nehmen das hin. Und das, finde ich, ist eigentlich eine Situation, die ganz, ganz erschreckend ist, weil die Kinder sehr schnell durch diese äußeren Einflüsse und durch das Ausmaß der Krise sehr schnell erwachsen werden. Zahlreiche Menschen in Griechenland versuchen nunmehr, der Misere durch Selbstorganisation entgegenzutreten. Was können Sie uns dazu sagen? Das ist eine ganz beeindruckende Initiative, die da gerade entsteht. Wir haben uns das in Athen angeguckt. Es gibt mittlerweile
240, man könnte sagen, Nachbarschaftskomitees, Solidaritätskomitees, die entstehen zu ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es gibt mittlerweile 7 Kategorien. Es gibt den Bereich Volksküchen, wo man einfach kollektiv kocht in dem Stadtteil. Es gibt den Bereich der Kartoffelbewegung, das hat man mittlerweile in den Medien ja auch hier schon mitbekommen, wo einfach ohne Mittelsmänner Kartoffeln direkt vom Produzenten gekauft werden und so günstig weitergegeben werden können. Es gibt den Bereich Bildung, wo eben Nachhilfe organisiert wird. Es gibt aber auch Solidaritätskomitees, die sich zum Beispiel mit der Situation der Migranten beschäftigen. Es hat einen Stadtteil in Athen gegeben, wo es besonders viele Migranten, wo besonders viele Migranten leben und wo die Übergriffe der Faschisten auf die Migranten besonders hoch waren. Und da sind 400 Antifaschisten auf ihren Motorrädern permanent Patrouille gefahren durch diesen Stadtteil, um die Migranten zu schützen vor rassistischen Übergriffen. Es gibt aber auch den Bereich, der wird so Time Banking genannt. Also im Prinzip ist es ein Austausch von Dienstleistungen, die jeder privat anbietet. Also der eine bietet Nachhilfe an für Kinder oder auch für Erwachsene. Der andere sagt, pass mal auf, wenn du meine Kinder unterrichtest, ich kann anstreichen, ich streiche dir das Wohnzimmer. Also es findet ein Austausch an Dienstleistungen oder an Leistungen statt. Aber es gibt auch den Bereich Kultur beispielsweise, gerade weil die Krise so dramatisch ist, haben wir die Situation, dass Leute nicht mehr, also das ganze soziale Leben eigentlich in sich zusammenbricht, ja, und Leute nicht mehr ins Kino gehen können, ins Theater gehen können, sich einfach auch mal auf einen Kaffee oder auf ein Bier abends in der Kneipe einfinden können. Und deswegen wird Kultur organisiert. Also man nutzt beispielsweise die Räume von der linksgerichteten Syriza und organisiert dann Filmabend oder Leute führen selber Theateraufführungen auf oder treffen sich einfach mal auf ein Bier, um zusammenzusitzen und zu schnacken. Wir haben auch das Phänomen in Griechenland, dass Fabriken, die stillgelegt werden sollen, von den Arbeitenden selbst übernommen werden, wie beispielsweise der Baustoffproduzent Viomi in Thessaloniki, der jetzt unter Arbeiterkontrolle produziert. Wie ausstrahlungskräftig sind solche Modelle auf die Arbeitenden in Griechenland Ihrer Einschätzung nach? Wir haben uns mit einer Journalistin unterhalten, die uns ein bisschen was über die Protestbewegung in Griechenland erzählen sollte. Und dieses Beispiel aus Thessaloniki ist, soweit ich weiß, das einzige Beispiel oder vielleicht eines der wenigen. Auf jeden Fall steht es, glaube ich, für wenig Beispiele. Wir haben die Situation vor 3 Jahren gehabt, als die ersten Kürzungspakete beschlossen worden sind. Da sind die Griechen zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen und haben protestiert und haben auch wirklich, waren einfach empört darüber, dass sie gesagt haben, hier sollen wir für eine Krise bezahlen, die wir nicht verursacht haben. Das ist nicht hinnehmbar, das machen wir nicht, ihr spinnt wohl. Und haben wirklich 100, 200, 300.000 Leute auf die Straße bekommen. Mittlerweile, und das hat man vor 2, 3 Tagen gesehen, als das letzte Sparpaket beschlossen worden ist, waren 3.000 Leute auf der Straße. Und wenn man sich mit den Griechen beziehungsweise auch mit der Journalistin unterhält, dann sagen die, es hat so einen Bruch gegeben. Und zwar in dem Moment, in dem die Griechen angefangen haben, diese Krise zu spüren. Mittlerweile spüren ungefähr 80% der Bevölkerung diese Krise unmittelbar. Erwachsene mit 20er ziehen plötzlich wieder zu ihren Eltern, weil sie arbeitslos sind, weil das Gehalt gekürzt wurde. Die Lehrerin, mit der wir uns unterhalten haben, deren Gehalt ist gekürzt worden auf 600 Euro, die ist jetzt wieder zurück nach Kreta zu ihren Eltern gezogen. Ihre Schwester, ebenfalls eine Lehrerin aus Athen, gut verdienende, gut ausgebildete junge Frau, ist ebenfalls zurück nach Kreta zu ihren Eltern gezogen. Das ist natürlich, das wirkt sich aus. Und wenn man sich mit den auch Gewerkschaftsvertretern in Griechenland unterhält, dann sagen die Leute, sind frustriert. Die sind auch deprimiert. Ja, die merken, die kämpfen im Moment ums Überleben und die kämpfen darum, irgendwie durchzukommen, über die Runden zu kommen. Dazu kommt, das muss man auch sagen, dass sich der Charakter von Demonstrationen verändert hat, weil natürlich die Repression größer geworden ist. Früher war es so, vor 3 Jahren war es so,
dass die Leute ihre Kinder mitgenommen haben, du Kinderwagen auf diesen Demonstrationen gesehen hast, die Leute empört waren und friedlich demonstriert haben. Mittlerweile ist die Repression so groß, dass du keine Kinderwagen, Kinder mehr auf den Demonstrationen siehst, sondern die Leute sich mit Atemschutzmasken und Maloxan, das ist so ein Magenmittel, was aber gegen CS-Gas hilft, also gegen die Tränengasangriffe der Polizei ausstatten und so auf diese Demonstration gehen. Und das wirkt demobilisierend. Also diese Repression kombiniert auch mit der depressiven Stimmung in der Bevölkerung wirkt demobilisierend. Wenn der soziale Protest in Griechenland zurzeit eine gewisse Erschöpfung aufweist, was bedeutet das für die Linkspartei Syriza, die bei den letzten Wahlen ja als zweitstärkste Partei abgeschnitten hat? Das Problem von Syriza ist, dass sie nicht verankert sind in den Gewerkschaften, sondern die Gewerkschaften eigentlich dominiert sind von der sozialdemokratischen PASOK, die ja auch bei den letzten Wahlen massiv verloren hat, von ehemals 40%, ist sie, glaube ich, jetzt bei 10 oder 11% gelandet. Aber Syriza ist zwar verankert innerhalb der Bevölkerung, aber nicht innerhalb der Organisation, die in der Lage wäre, Protest zu organisieren. Und das ist das große Problem. Was Syriza macht, ist, sich in den Stadtteilen zu verankern. Die ganzen Initiativen, die entstehen, die Solidaritätskomitees, die Stadtteilkomitees, die werden organisiert von Syriza. Und das ist gut, aber eigentlich sitzt Syriza nicht an der Schaltstelle, wo man sozusagen den Hebel umlegt und sagen könnte, wir brauchen die und die Strategie, um die Bosse und die Regierung unter Druck zu setzen. Sie sprachen eben schon von den faschistischen Überfällen in Athen. Wir haben da eine Partei, die Braune Abenddämmerung. Wie entwickelt die sich? Goldene Morgenröte. Die Goldene Morgenröte ist eine offen faschistisch auftretende Partei. Also die haben die Hymne der Goldenen Morgenröte, ist das Horst-Wessel-Lied. Wir haben einen Stadtverordneten, ich glaube aus Athen, der hat bei seiner Vereidigung mit Hitlergruß gegrüßt. Wir haben den Pressesprecher, der hat letztes Jahr vor den Wahlen vor laufender Kamera in einer Talkshow der Vertreterin der Kommunisten, die ebenfalls an der Talkshow beteiligt war, die hat er geohrfeigt, der Vertreterin von Syriza, hat ein Glas Wasser ins Gesicht geschüttet. Die ziehen durch die Stadtteile, in denen überwiegend Migranten wohnen und verüben wirklich massive Übergriffe, also schlagen Migranten zusammen und schüren natürlich auch eine Stimmung gegen Migranten. Und ich glaube, was man sehen muss in dieser Situation ist, dass die soziale Not der Griechen auf der einen Seite und die Antworten, die die Goldene Morgenröte anbietet, da aufeinandertreffen. Also was passiert ist, wir haben Griechen, deren täglich Brot kleiner wird und wir haben die Goldene Morgenröte, die sich hinstellt und sagt, naja, ihr müsst aber nicht mit allen teilen, sondern ihr müsst nur mit den Griechen teilen. Und was die Goldene Morgenröte in den Stadtteilen, in denen sie verankert ist, macht, ist ebenfalls Stadtteilkomitees zu gründen. Stadtteilkomitees wäre vielleicht zu viel gesagt. Sie organisieren zum Beispiel Suppenküchen und die Leute dürfen sich anstellen, die kontrollieren aber vorher, ob die Leute Griechen sind. Und wer kein Grieche ist, der wird einfach weggeschickt oder weggeprügelt. Die organisieren auch Gesundheitszentren, organisieren auch Gesundheitsvorsorge, so wie Syriza das in ihren Stadtteilkomitees ja auch macht. Aber da werden eben auch nur Griechen behandelt und keine Migranten. Also es ist eine wirklich offen rassistische Politik, die betreiben. Die sind irgendwann vor 3 Jahren, bis vor 3 Jahren, waren die bei 0,3%. Also wir hatten keine Verankerung innerhalb der griechischen Gesellschaft. Sie sind bei den letzten Wahlen 2012 mit fast 7% ins Parlament gewählt worden und stehen im Moment in den aktuellen Umfragen bei 16%. Und ich glaube, es geht hier nicht nur darum, die Linke Rhetorik dem entgegenzusetzen, sondern in Griechenland muss vor allem Verteilungskampf geführt werden. Es muss sich die soziale Situation für die Menschen muss sich verbessern, um den griechischen Faschisten das Wasser abzugraben. Sie sind mit einer Jugendbildungsgruppe von 15 Leuten, Azubis und Studis, runtergefahren nach Athen. Was war Ihr Eindruck? Was haben die Jugendlichen mitgenommen? Ganz unterschiedlich. Wir hatten eine Kollegin, eine junge Polizistin von der GdP, organisiert in der Gewerkschaft der Polizei.
die bei einem Referat über die goldene Morgenröte und die Rolle, die die Polizei innerhalb der griechischen Gesellschaft spielt, ziemlich erschüttert war. Bei den letzten Wahlen haben 50% der Polizisten die Faschisten gewählt. Wir haben einige Stadtteile, wo besonders viele Bereitschaftspolizisten abgestimmt haben, weil da die Kasernen sind. Da lag die lag sozusagen das Stimmenergebnis vor, und da haben 70-80% der Leute in diesem Wahlkreis haben für die Faschisten gestimmt. Und die war natürlich ziemlich erschüttert, weil sie gesagt hat, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wir haben Fälle gehört von Antifaschisten, die von der Polizei zusammengeschlagen worden sind, weil sie zum Beispiel Patrouille gefahren sind, weil sie versucht haben, Migranten zu beschützen. Wir haben von Fällen gehört, wo Antifaschisten in den Gefängnissen bedroht worden sind, von den Polizisten die gesagt haben, wir geben eure Namen an die Schlägertrupps der Goldenen Morgenröte weiter. Also die war ziemlich erschüttert. Dann war es so, dass du die Krise innerhalb Athens nicht sofort siehst. Also man sieht an der einen oder anderen Stelle Obdachlose. Die sieht man aber auch in anderen Großstädten. Man muss schon genau hingucken, um die Krise zu sehen. Wenn du zum Beispiel die Einkaufsstraße langläufst, da steht jedes dritte Geschäft leer. Die sind verriegelt und verrammelt, die Geschäfte, aufgrund der Krise. Wenn du in die Cafés guckst, dann fällt dir auf, dass die Cafés nicht voll sind. Ja, die Griechen sind ein Volk, was es gewohnt ist, draußen zu sitzen, abends in Cafés zu gehen, sich zu unterhalten. Normalerweise sind griechische Cafés voll. Das siehst du, also du siehst aber im Moment keine vollen Cafés mehr, nur in bestimmten Stadtteilen, wo gut situierte Leute leben. Und das hat zu Diskussionen auch innerhalb unserer Gruppe geführt, weil die natürlich auch erstmal gesagt haben, naja, aber wir haben uns das alles viel krasser vorgestellt. Und wir haben darüber geredet, und wenn man dann auch nochmal mit einem anderen Blick durch die Straßen geht und sich die Geschäfte anguckt, die zu sind, sich die halbleeren Cafés anguckt, dann stellt man fest, da ist was passiert. Dazu kommt, wir hatten, das für mich krasseste Erlebnis war eine Situation in der U-Bahn-Station. Wir sind aus der U-Bahn gestiegen, und auf einmal haben wir am anderen Ende der U-Bahn-Station Schreie gehört, und wir sind da hingelaufen, und die haben, hat eine Frau ganz verzweifelt, ganz bitterlich geweint und auch verzweifelt geschrien, und die ist abgeführt worden, und wir haben gefragt, und haben dann zu hören bekommen, dass die keinen Fahrschein hatte. Ja, die hat geschrien, ist abgeführt worden. Und also die hat geschrien, als würde was richtig Schlimmes mit ihr passieren. Und ich glaube, dass... und Leute sind auch dazwischen gegangen. Also alte Männer, die mit ihren Einkäufen da langgekommen sind, haben versucht, dazwischen zu gehen, haben sich mit dem Wachpersonal angelegt. Das hat nichts genutzt. Die Frau ist abgeführt worden unter Schreien. Und ich fand es deswegen krass, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Krise und dieser tägliche Überlebenskampf natürlich was mit den Leuten macht. Ja, also Leute verändern sich unter dieser Krise. Du musst nicht verzweifelt schreien, wenn du beim Schwarzfahren erwischt wirst. Aber wenn du das 3, 4, 5 Mal machst, ich weiß nicht, welche Folgen das in Griechenland hat, dann ist der Druck wahrscheinlich so groß, dass Leute dann auch anfangen, so zu schreien, wie das da in Griechenland passiert ist. Schlussendlich sind wir als Reisegruppe wieder zurückgekommen und haben uns vorgenommen, diese Krise zu dokumentieren. Wir werden sind gerade dabei, eine Ausstellung zu erstellen, um einfach die einzelnen Bereiche, die Besteuerung auf der einen Seite, wie mit Banken umgegangen wird, wo eigentlich das ganze Geld hinfließt aus den Rettungspaketen, das wollen wir beleuchten. Auf der anderen Seite dann aber auch die Frage, was hat es an Abbau von Arbeitnehmerrechten gegeben? Also muss man sich mal vorstellen, da ist der Mindestlohn abgesenkt worden, da sind Tarifverträge außer Kraft gesetzt worden, Gewerkschaften dürfen erst dann wieder Tarifverhandlungen aufnehmen, wenn die Arbeitslosigkeit unter 10% ist. Die ist jetzt bei 30%, Jugendarbeitslosigkeit bei 60%. Also es ist de facto eine Aushebelung des Arbeitsrechts. Diesen Komplex wollen wir beleuchten. Der dritte Komplex wären natürlich die ganzen sozialen Folgen und sozialen Auswirkungen der Krise sein. Und der vierte Teil wird die Frage des Protestes und die Frage der Solidaritätskomitees sein. Wir waren, um das vielleicht am Ende noch mal deutlich zu machen, wir waren in einem der Solidaritätskomitees, die sich mittlerweile auch vernetzen.
Und die die begreifen ihre Arbeit nicht als eine rein karitative Geschichte, sondern die sagen, wir sagen den Leuten, die zu uns kommen, denen sagen wir, wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen irgendwie zu überleben oder wir organisieren den Widerstand. Und den Widerstand zu organisieren heißt eben, Antworten von unten auf diese autoritäre Kürzungspolitik von oben zu geben und eben Strukturen aufzubauen. Und da entstehen tatsächlich sehr emanzipative Strukturen im Moment von unten, die dem entgegenstehen. Und die Leute von den Solidaritätskomitees versuchen eben, die Leute von Syriza versuchen wirklich auch Leute zu aktivieren und für den Protest gegen die Kürzungspolitik zu gewinnen und beides miteinander zu verbinden. Und das finde ich wichtig. Und um an der Stelle vielleicht noch einen letzten Satz hinterherzuschieben. Wir haben in Gießen ein Solidaritätskomitee gegründet, Solidarität mit Griechenland. Und wir werden versuchen, immer wieder über die Krise zu sprechen, ja, und hier in Deutschland auch deutlich zu machen, wie unsere Kolleginnen und Kollegen in Griechenland betroffen sind von dieser Krise und unter welchem Druck sie stehen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch eine Partnerschaft mit einem von diesen Solidaritätskomitees übernehmen und wollen versuchen, Verbandsmaterial, Essen, Geld, irgendwas darüber zu schieben, weil da fehlt es tatsächlich an allem. Die kämpfen wirklich ums Überleben. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Augen vor den Nöten und Sorgen und Ängsten und Problemen unserer griechischen Kollegen verschließen, dann waren 30 Jahre Neoliberalismus erfolgreich. Und zwar sowohl materiell erfolgreich als auch ideologisch, weil wir so abgestumpft sind, dass wir uns unserem Schicksal völlig ergeben haben. Ich glaube, Solidarität ist immer groß geschrieben worden in der Arbeiterbewegung. Und es ist wichtig, wo die Zeit gekommen ist, sich tatsächlich auch solidarisch zu zeigen. Frau Häufler, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Ja, bitte.